Kashtasana ist die Stellung des Holzscheites. Kashta heißt Holzscheit. Kashtasana wird in verschiedenen Hatha-Yoga-Texten erwähnt, nicht genauer beschrieben. Kashta, Holzscheit, ist aber das gleiche wie Agni Stamba, eben das Feuerholz. Und Agni Stamba geht wie folgt. Du setzt dich hin, du gibst einen Fuß unter das gegenüberliegende Knie und gibst den anderen Fuß eben auf das andere Knie. So sind die Unterschenkel wie Holzscheite aufeinander. Diese Stellung entwickelt die Flexibilität in den Hüftgelenken sehr stark. Du musst aber auch vorsichtig sein, aber diese Stellung kann ein Schlüssel sein, um die Lotusflexibilität gut zu beherrschen, wenn du jemand bist mit schon relativ guter Flexibilität. Wenn du also gerade den Lotus so irgendwie halbwegs hinbekommst, dann ist es gut, Agni Stambhasana Kashtasana zu üben. So kommt diese Außenrotation der Hüften noch viel stärker zur Geltung und danach ist Padmasana kein Problem mehr.